Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Siedler 2. Endlich geht die Aufnahme los und ihr hört es vielleicht, der Sound ist ein bisschen anders. Ich habe jetzt zwar nicht das über diese Funktion reingeladen, sondern ich habe es einfach jetzt im Hintergrund über einen VLC-Player laufen, den digitalen Soundtrack von der CD. Ich habe die Original-CD nicht gefunden, sondern ich habe hier noch irgendeine Bravo Screen Fun CD Ausgabe 10 2002 gefunden, wo eine Vollversion von Siedler 2 Gold drauf war. Die habe ich mir jetzt einfach in den Rechner reingeknallt und habe einfach die Audio-Tracks jetzt auf per VLC abgespielt. Ich hoffe, es ist in eurem Sinne. Und ja, wir waren stehen geblieben hier bei einer Sache, wo wir noch nicht so richtig weiter wissen, wie wir überhaupt hier weiterkommen. Ich würde die Wachstube schon gern einnehmen, weil ich hoffe, dass vielleicht hier noch irgendwie ein bisschen was rumliegt. Aber es kann natürlich sein, dass sie ja schon abgeholzt haben. Jetzt haben wir noch Kohle. Kohle und Gold haben wir noch. Das heißt, die können jetzt hier noch ein paar Münzen. Oh, hier sind schon 42 Münzen im Lager. Das ist gut. Die brauchen wir, glaube ich, auch. Dann ist eine Festung, die könnte ich mit einem angreifen. Hier sind überall teilweise noch Unbeförderte drin. Manchmal denke ich, ich sollte einfach hier das Hauptquartier angreifen. Aber dazu habe ich noch teilweise zu wenig Leute drin, die dann auch unbefördert sind. Hier mal die Beförderung einstellen könnte. Dass sie da mal ein paar Goldmünzen reinschmeißen. So, haben wir irgendwo was, wo viel los ist? Nee, ne? Ich müsste noch ein paar Wachtürme wahrscheinlich mal ein paar Militärgebäude abreißen. Dann nehme ich an, dass ich dazu irgendwo nochmal ein Lager bauen müsste. Wo war denn jetzt das nächste Lager? Hier, aber hier habe ich alles schon platt gemacht. Ich frage mich, wenn ich hier unten abreiße, reicht das dann, dass die dort hochkommen oder ist das dann zu knapp? Das ist ein Mistlevel hier. So, hier wäre jetzt ein Lagerhaus. Könnte man hier eigentlich was abreißen? Wo kommt das Zeug? Hier rüber. Gut, der eine dort abreißen, ob es das jetzt bringt. Ein bisschen fragwürdig. Ich müsste eigentlich hier diesen ganzen Bereich hier abreißen. Na gut, der muss stehen bleiben. Und eine Verbindung hier über den... Das kann ich auf jeden Fall wegreißen. Das dürfte nichts machen. Der dürfte auch nichts machen. Stimmt, so kann natürlich auch so vorgehen. Dass man, theoretisch müsste diese Wachstube ja auch nichts machen, aber es ist mir einfach zu heiß. Die will ich jetzt nicht auch noch verlieren. Der Wachturm sollte nichts ausmachen. Geh bitte dort rüber. Theoretisch auch der hier sollte nichts ausmachen. So, finde ich auch den richtigen Weg. Ich hoffe so, dass es so ist. So, wo hat man noch ein Lager? Hier. Gut, die Waschstube hier. Na gut, viel. Was
passiert jetzt hier eigentlich nicht. Das heißt, die können wir abreißen. Dann wird es wahrscheinlich den Weg gleich wegruppen. Genau, aber es ist egal. Wie gesagt, ich brauche jetzt ein paar Nachschubeinheiten hier dringend. Hier passiert ja auch nichts, auch nicht mehr viel in der Richtung. So, na, der haut jetzt auch ab. Das müssen jetzt alles so Sachen sein. Wahrscheinlich ist die Baracke hier auch safe abzureißen. Genau. Das dürfte auch. Ah, da ist eine Münze drin. Na gut, egal, die kriegen wir wahrscheinlich eh nicht raus. Ach, da geht es wahrscheinlich ins Hauptquartier hoch. Okay. Festung ist wahrscheinlich auch safe. Hier oben das hier, das ist auch sinnlos. Zack, weg damit. Oh, es hat nicht mal großen Weg gekostet, aber dann reisen wir natürlich trotzdem weg. Und das klingt schon gleich so ein bisschen cooler mit der, mit dem Soundtrack von CD. Ja, der geht bestimmt. Na, obwohl du könntest den Weg hier wegätzen. Aber ob der relevant ist. Der müsste safe sein. Das wird so ein richtiges Risk-Game, was wir hier gerade machen. Eieiei. Der hier... Weiß ich nicht, ob das durch den Wachturm dann hier abgedeckt ist, aber auf jeden Fall kann der hier weg. Boah, so, aber knapp jetzt hier. Eieiei. Das hätte auch schief gehen können. Bestimmt auch weg, aber da weiß ich nicht, ob er das dann rechtzeitig noch in die ins Dings schafft. Gucken wir mal, ob jetzt hier die Beförderung am Start ist. Ja, so langsam kommen mir die Münzen an. Ich glaube, den können wir da schon wieder schließen. Nehme ich mal an. Den dann hier wahrscheinlich auch. Dass die halt, dass halt jetzt nicht hier die Münzen so sinnlos drin liegen, weil ich nehme an, dass die ja eh schon irgendwo unterwegs sind und dann dort eh noch zugestellt werden. Hier können noch welche rein. So, haben wir dann Steinbestände hier. Das ist in Ordnung, aber es hat ja trotzdem ganz schön was gebracht. Ich müsste sogar die Festung wegreißbar sein, ohne dass was passiert. Was zu beweisen war. Der müsste auch gehen. Dann gehe ich nämlich dort. Vielleicht ist es auch dumm, dass jetzt hier. Aber heck, das. Ja, wenn ich hier ab. Das müsste eigentlich auch gehen. Schafft er dann dort hoch? Also ich hoffe, dass die das schaffen. Hier sind zwei drin. Hier ist nämlich auf jeden Fall Beförderte drin und die will ich halt jetzt nicht irgendwie hier meine ganzen einfachen Soldaten will ich da jetzt nicht unbedingt verpulvern. Da ist jetzt kein Angriff möglich, wenn da nochmal einer reingehen könnte. So, was macht das Katapult-Game gestartet da? Müsste eigentlich hier oben auf das schießen können, dann ist das Katapult da vielleicht dann auch weg. Wie sieht denn das hier unten mit der Besetzung aus? Das ist echt gerade hier. Das ist echter Mist, wenn man die. Einheiten nicht hat. Los, komm, schmeiß das Zeug drauf. Und wird er treffen? Der kommt gut. Zack. Oh, das Katapult ist nicht mit draufgegangen. Oh, nee. Ja, dumm. Hier sind auch noch einfache drin. Aber hier nochmal welche reingehen könnten. Hier sind drei Goldmünzen drin. Und man sieht schlecht, was sich jetzt hier hinten verbirgt. Ich glaube, in dem Level werden wir noch eine Weile spielen, auf jeden Fall. Da könnte ich mit dem Einer angreifen.
Nicht, dass dann da noch mehr Katapulte sind. Könnte hier nicht irgendwo ein Dingsturm zum Abriss stehen gehabt? Ich überlege, ob ich nicht irgendwie hier noch ein Lager hinstellt, dass ich die hier abreißen kann. Den ganzen Bereich hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Weg, der muss ja frei bleiben hier, falls da mal was noch hintransportieren. Wobei man es eigentlich auch hier hinten alles dicht machen könnte. Das wird eh nicht mehr gebraucht. Der ganze Bereich. Aber ja, lass uns aber nochmal hier nochmal ein Lager hinstellen. Dann könnte man nämlich hier nochmal so einen ganzen Block abreißen an Gebäuden. Wie gesagt, ich weiß jetzt die Reichweite nicht, ab wann die das Lager finden und wann nicht mehr. Und da will ich jetzt eigentlich auch nicht wirklich groß was riskieren. So, was ist denn jetzt hier eigentlich mit denen hier unten los? Viel Militärmacht haben die nicht. Da kann man es wahrscheinlich mal riskieren, hier unten anzugreifen. Dass wir vielleicht die Lilanen endlich mal wegkriegen. Hoffentlich ist jetzt bloß ein Einzelner drin, ein ganz einfacher. Und hoffentlich kommt dann kein Katapult. Ah, genau, das ist ein einfacher Wikinger-Soldat. Das ist ein schneller Kampf dann natürlich. Haben sie gerade einen Katapult im Bau, aber das wird natürlich nichts bringen. So, da hat man wieder einen Kampf gewonnen. Na gut, hier ist wieder ein Katapult hinstellen, was einfach die drei Dinger hier platt macht. Ach komm. Mit dem Soldatenmangel, den wir im Moment haben, da ist das wahrscheinlich die einfache sinnvollste Möglichkeit. Wir müssen da natürlich auch einen Blick haben. Wir haben auch nur 62 Steine. Wie viele Steine haben wir noch hier in dem Tor? 637. Das ist in Ordnung, so wird das Lager.